Thank you.
Null. Hui. Und, willkommen im Stream. Ich mach das jetzt so lange, bis Michael kommt. Stream. Hallo. Hi. Ja. Hatte ich gerade eben eine Zahl von einem Zuschauer, ist jetzt soeben wieder auf null gesunken. Woran könnte das wohl liegen? Ich glaube, an meiner enthusiastischen Begrüßung. Ach ja. So. Nachdem sich das Ganze schon um 40 Minuten verzögert hatte, dank unser allerliebster Bahnbetreiber, warten wir es auf Michi. Der Zeitpunkt jetzt 10 Minuten zu spät ist. Bock auf das Wikipedia-Game in der Zwischenzeit. Können wir machen. Okay, dann warten wir kurz. Aber wie ist nochmal dieses Malenspiel? Zahlenspiel? Malen. Malen? Achso, Draw. Scribble.io. Scribble.io, aber zu zweit ist es saulangweilig. Okay. Kann ich dir aus Wikipedia-Ding. Das bedeutet, ihr seht jetzt dann erstmal gleich mal meinen Desktop. Das ist mein Desktop. Achso, jetzt seht ihr gerade. Warte. Scheiße! Das darf ich euch nicht zeigen. So, ihr habt nichts gesehen. Ja, egal, das war der Videomanager, das heißt Wikipedia.org. Und Deutsch und zufälliger Artikel. Also ich hätte Christian Hansen. Ich hab Konklave 1730. Und ich hätte, ich hab Olga Ratzana Malala. Alter. Ohne Scheiß, Olga Ratzana Malala. Die heißt so. Ich hab HR Sinfonieorchester. Damit kann man doch arbeiten. Ich krieg die ganze Zeit nur Personen. Ich hätte jetzt Pockensee. Pockensee ist eine Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg. Boah, Alter, das ist so schwer. Also. Aber vom HR Sinfonieorchester? Da gibt's einige Links. Ja, also, dann, ich glaube, das könnte man doch hinbekommen. Also, schickst du Link und ich schick. Und wohin gehen wir? Ja, zu dem Pockensee. Oder findest du es scheiße? Finde ich scheiße. Lass uns doch lieber irgendwas ausdenken, oder mal. Ja, ich mach grad schon die ganze. Ja, ungarische Rhapsodie, na genau. Ich hab eine Lokomotive, ich hab das Anne Bonnie. Sarkophag Ludwigs des Deutschen. Es gibt einen Wikipedia-Artikel zu Sarkophag Ludwigs des Deutschen. Wieso sind das so viele Personen? Es gibt zu viele Personen. Du sagst mir noch was. Das Geheimnis der schwarzen Witwe ist ein deutsch-spanischer Kriminalfilm. Ich hab hier die Liste der Nummer 1 Hits in Japan. Hier. nein, danke. Goldschau in Osterfeld. Ich hab die ganze Zeit nur, USL W League 2009. Bahnstrecke Moldava nad Budvu Metsev. Nimbochronimus venustus. Auch Pfauenmaulbrüter genannt. Oh, hier, ich hab Robinson, der Name. Nee. Ich hab Polizei. Einfach nur Polizei? Ich hab Polizei. Achso, von Jan Böhmermann. Oder? Genau. Schau es dir an. Ich glaube, ich hab's gefunden. Es gibt dann so einen Wikipedia-Artikel. Was? Sollen wir vom HR-Sinfonieorchester zu Ich hab Polizei kommen? Ja, können wir machen. Okay, das heißt. Moment. Hier und Kuli. Ja, du kannst einfach zurückgehen. Ja.
Gut, also von HR Sinfonieorchester zu Ich hab Polizei. Okay. Dann, bereit? Yes, sir. Warte mal kurz. Ja. Okay, ohne Suchfunktion vom Browser oder mit Suchfunktion vom Browser? Ohne. Ohne, okay. Dann 3, 2, 1, go. Oh je. Also ich weiß nicht jetzt zum Glück über Jan Böhmermann was. NSDAP, oder? Nein, nicht NSDAP. Aber das gibt's hier. Ur- und Erstaufführungen. Du Scheiße. Karl Music Böhms Disc. habe ich hier. Böhmermann, Böhms. Zeitgenössische Musik. Ich glaube, das ist alles falsch. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der angefangen hat, der Böhmermann. Ja, das ist das Problem. Ich weiß, wo er moderiert hat, aber ich weiß nicht, ob er da angefangen hat. Okay, erster Klick. Woher kommt denn der überhaupt? Oh. Erster Klick. Mein erster Klick. Bla blub blub bla blub 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 blub. Sendestandort des SWR. Okay, interessant. So, nein. Nein. Boah, ich glaube, ich habe mich ganz schön die Scheiße geritten. Dann gehen wir, also dann mache ich jetzt halt, ich garantiert wäre es gegangen, das, was ich vermute, dass gegangen wäre. Fernsehen? Nein. Oh, okay. Ich mache jetzt, so hoffen wir es mal. Zweiter Klick. Böhmermann gibt's da noch nicht. Nein. Dritter Klick. Oh, ich komme hier nicht voran. Fuck. Vierter Klick. Bin schon mal bei Jan Böhmermann. Dein Ernst? Doch. Es hilft halt, und den Tipp gebe ich dir jetzt, dass du weißt, dass der Typ mal Radiomoderator war. Ah, shit. Jetzt muss ich nur noch gucken, ob die hier direkt darauf auf den Song verlinkt haben. Boah. Wann wurde der produziert? 15, 16, 17? Darf ich es ja nicht oben Schätze in den mal, Tab wechseln. 17. Lang 2 Jahre ist ja schon alt, oder? Hallo Michael, das musst du noch ganz kurz warten. Wir spielen noch Wikipedia-Poker. Wie lange braucht ihr? Ja, er ist gleich durch. Ich glaube, ich bin gleich durch. Wikipedia Poker? Also halt das Wikipedia-Spiel, was wir da gemacht haben. Warum heißt es dann Poker? Ich habe den Pietsmiet-Namen übernommen. Und das Also. heißt ja Poker? Das klingt aber komisch. Und was war die LOL, Startzeit? ich hätte es noch direkt dann kriegen können zu Jan Böhmermann. Oh Gott. Ja, ich gebe auf, ich bin komplett raus. Du gibst. Ja, eine Veröffentlichung. Ich habe vergessen, wie viel Klick. Ich glaube, vierter Klick. Ich bin drauf. Also wir sind von HR Sinfonieorchester zu Ich hab Polizei von Jan Böhmermann. Okay, Gut. wie war dein Weg? Mein Weg war. Nicht Moment. Radio Frankfurt. Also, Moment. HR Sinfonieorchester. Dann habe ich auf Radio Frankfurt geklickt, was zufälligerweise der Hessische Rundfunk ist. Dann habe ich auf UFM gedrückt. Dann bin ich da von der UFM zur Late Line gekommen. Das war eine Sendung, wo Jan Böhmermann moderiert hatte. Okay. Dann kam ich halt zu Jan Böhmermann und dann zu Isha Polizei. Was? Okay, da hat mir eindeutig das Wissen gefehlt. Degree of. Ich schaue mal noch ganz kurz, ob das auch zufälligerweise der kürzeste Weg war.
Wir haben's gleich. Der Michi, du bist nicht mal im Spiel drin. Achso, das war nur ein Auspusten, weil ich gerade angestrengt mich gestreckt habe. War kein Ausdruck des Missfalls. Go. Okay. Ich würde mal sagen, es geht ein Klick. Moment, wie viele Klicks habe ich jetzt gemacht? 1, 2, 3, 4, 5. Es geht mit einem Klick weniger. Worüber? Also HR Sinfonieorchester, Hessischer Rundfunk. Und Hessischer Rundfunk kannst du direkt zu ZDF Neo springen. Oh, krass. Von ZDF Neo zu Jan Böhmermann und von Jan Böhmermann halt wieder zu Ich hab Polizei. Okay. Also, mein einziger Fehler war, dass ich über UFM gegangen bin. So, aber das ist jetzt schön und gut. Bildschirmaufnahme raus. Der Host hat sie von der Partie ausgeschlossen. Ja. Hört hier mal ein. So. Ihr gehört Platz Nummer 3. Du Jawohl. Bist Römer, glaube ich, oder? Ja, Römer. Alles schon mal ausgewürfelt worden. Oh, jetzt hoffe ich mal, dass da Steine sind. Ansonsten habe ich ein bisschen Pech. Da sind immer Steine. Okay, das sind Steine. Bei mir sind keine Steine. Bei mir sind viele. Ich habe vergessen zu gucken. No. Wir haben alle vergessen zu gucken. Nö. Was, dann hast du einen Vorteil, der unfair ist. Du darfst nicht gucken, Sebastian. Ich glaube, ich baue es gleich am Anfang viel zu viel. Ich baue einfach alles sofort. Außerdem, man sieht doch sogar schon den einen Berg direkt, wenn du... Ja, ist nur das Problem, dass wir nicht symmetrisch spielen. Achso, wir spielen nicht symmetrisch. Aber ich sehe, wir spielen nicht symmetrisch. Ja, ich sag ich ja, achso, wir spielen nicht symmetrisch, habe ich doch gesagt. Sonst wäre die halbe Map am Arsch. Okay. Ah, aber der Berg ist echt sehr nah. Ja, ich sehe meinen auch. Hoffen wir mal, dass es in die Richtung weitergeht. Ja, ja. Erster Steinmetz steht. Mietz. Mip, mip. Boah, das sind ja so viele Berge. Das ist eine sehr bergige Map, ja. Aber das ist schon übel. Wird eher ein Problem, weil so viel... Man kann ja bald nichts mehr bauen. Ja, das ist so... Nice. Fuck, ich hab meinen Startplatz verkackt. Egal. Wieso hast du den verkackt? Weil die Bäume bei mir ganz dumm stehen am Anfang und da baue ich natürlich ganze Holzproduktion hin und dann kam der Berg direkt. Ja, das, ich glaube, das wird mir gleich auch passieren. Meine Holzproduktion ist genau zwischen einem Fluss und dem Berg. Oh, schön. Meine wird auch nicht viel. Ja, mehr. Aber bei mir wird's genauso. Boah, Tobi, ich hab hier ein Feld voller Blumen entdeckt. Oh. Richtig viele. Und da oben ist nochmal. Alter, ich habe bisher nur Stein gefunden. Ein Traum für den Maya. Siehst du Maya? Ja, aber es ist wirklich per Zufall gemacht worden. Ja, ja, per Zufall. Augenzwinker. Die sind mir ja wieder alles Mögliche unterstellen. Gar nichts gesagt, du Arsch. Ist Sebastian erfahren. Okay, wie Michael mir wieder alles unterstellt. Besser? Ja, jetzt kannst du es auch nicht mehr retten.
Du hast schon, Tobi. Und? Verdächtig. Ach ja. Yeah. Ich glaube, damit muss ich jetzt mein Leben lang leben. Ja. Ich glaube, ich komme damit klar. Aber kommt Tobi damit klar? Auf keinen Fall. Belastet ihn wirklich schwer. Also an Tobis Stelle hätte ich sogar schlaflose Nächte. So, sind wir mal froh, dass du nicht Tobi bist. Ja, finde ich auch gut. Meine Sense wird bewacht. Und meine Spitzhacken auch. Du kannst nicht alles bewachen, Sebastian. Irgendwo, irgendwann wirst du nicht mehr darauf achten. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Die Zeit ist reif für ein wenig Zärtlichkeit. Du kannst das wunderschön. Nee, nix Nena. Das war von Jan Delay. What? Ja, der hat das. What? Kennt ihr das nicht? Also ja, das Original ist von Nena, ich weiß. Nein, wir kennen das nicht. Also ich kenn's auch nicht. Coolere Version. Lief sogar ewig im Fernsehen, also bei MTV. Genau, als man da noch Musikclips gesendet hat. Bevor es zu Trash-TV abgewandert ist. Richtig. Right, goddamn right. I'm always right. And I can't speak English. Very well, but I can't sell nicht so schnell. Aha. Very well, Praktikant sei nicht so schnell, okay. Kommt schon bald schneller. Heiden. Josef. Josef! Entkapiert wahrscheinlich keiner. Irgendwie kommt es mir bekannt vor, aber ich weiß nicht warum. Josef Heiden. Ach so. Oh. Ja. Er war zu intellektuell. Wow, hast du uns gerade als dumm bezeichnet? Sebastian ist heute voll auf Provokation. Aber echt. Ich verliere doch eh gleich, also. Beleidigst uns in einer Schnur. Belastend, ey, mein Startplatz ist echt behindert. Bei mir geht's auch nicht so schnell, wie immer eigentlich. Gott sagen. Es ist halt nicht so viel Platz und die müssen dann auch noch so böse viel schaufeln. Oh ja. Brettermangel? Sebastian hat verloren. Meinte er, dass es besonders ist, dass man als Maya Brettermangel haben kann? Deswegen hast du ja verloren. Oh.
Was ist jetzt wieder passiert? Ich sag's mal so, da sind eine Menge Steine im Weg. Du spielst Maya. Ja. Für dich ist es quasi, als wäre da Margarine im Weg. So, den fünften Stein wird's gebaut. Wir gehen mal in die Offensive. Ach, was kommt denn da doch? Oh, verdammt. Mein Scout. Weg da. Sofort. Der läuft schon. Und wehe, der greift meine. Oh ja, okay, dann biege ich ab. Oh, lauf. Lauf, Timmy, lauf. Ich kann nicht so schnell. Dann stirbst du. Nein. Muss ich mir aber folgen. Ich habe ihn jetzt dazu gezwungen, dahin zu gehen. Oh mein Gott, er will nicht, aber. Er hat rumgeballert wie so ein Psychopath. So Rambo-mäßig nach Kleinstadt in die Luft gejagt. Zurückkehren. Hey Sepp, ich bin extra weggelaufen. Da greift er ihn echt jetzt an. Ja ich greife ihn so lange an, bis er auf diesen Berg runter ist. Boah, eiskalt. Doch jetzt ist er runter. Und komm ja nie wieder. Gott, die Map ist echt riesig. Es mangelt an Brettern. Viele Menschen glaubten nicht, dass Sebastian wahnsinnig werden kann. Bis er es eines Tages doch tat. Und damit ist die Geschichte zu Ende. Ende. Nur eine Geschichte. Alle Menschen starben. Bis auf jene, die sich rechtzeitig verstecken konnten. Und das waren vor allem die kleinen Menschen. Denn die großen waren leider zu groß. Denn die großen Menschen waren leider viel zu groß. Okay. Ja, ist halt so. Die meisten Märchen sind echt ein bisschen simpel. Nichts anderes als ein Märchen, habe ich gerade erzählt. Märchen. Ein Härchen hast du gerade erzählt, okay. Ein Märchen. Ein Härchen, kommt bei Fuß. Und ich dachte, ich höre schlecht. Ich werde angegriffen. Von der Schweiz. Ah, ich glaube, das ist eine alte Meldung. Na, die kommen immer verspätet. Oh oh. Ah, wir hätten echt mal das ausprobieren können mit der Rüstung. Also mit dem Capture. Wenn ich nämlich auch mal. Froh, dass wir es nicht getan haben. Hä, ich weiß nicht, was du dagegen hast. Ich finde die Idee gut. Kommt auch von dir. Ja, aber du musst nicht die halbe Basis oder halt die Siedlung in Schutt und Asche legen, sondern die Hälfte. Ja, so in etwa. Wer greift mein Hunger an? Achso, ich bin's nicht. Na, ah, Tobi. Ich werde angegriffen. Ja, die prügeln sich. Ah, die prügeln sich da einfach mittendrin. Das ist mir auch egal. Mal gucken, wer gewinnt. Nein, nicht du. Das wird wahrscheinlich der Typ sein, wo schon angeschlagen ist. Nee, der stand frisch da, aber mich hat wahrscheinlich zuerst geklappt. Ja, kann sein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn hab rumlaufen lassen, oder? Ah. Sagen wir so, es gab Verluste auf beiden Seiten. Der Typ ist nur noch ein Krüppel. Und damit endet die Geschichte.
Ende. Jetzt dein Triple. Ja, geil. Oh, die Geschichte ist wieder sehr schön geworden. Oh, jetzt hast du ihn weggepudelt. Da stand nämlich auch sein Bruder daneben. Olaf. Dieser Bruder hat etwas Falsches über seine Mutter gesagt. Genau. Oh mein Gott. Über seine Olaf Mutter. Eisenschmelzer wird gebaut. Oh mein Gott. Ja, so schnell. Eisenschmelze ist in Bau. Ist auch schon Minen? Ja. Okay, krass. Bastian rusht mal wieder. Ja gut, ich muss es aber auch sagen, ich habe einen ziemlich guten Start bekommen. Naja, ich habe ziemlich miesen bekommen, ich musste ziemlich viel umstrukturieren. Oh Gott, ich finde kein Gold. Nope. Uiuiui. Uiuiui, ich hab auch schon gedacht. Ich würde auch das Ende werden, aber. Genau, mit Eisen sieht's auch nicht so. Und kein Gold auf dem Berg, ich kotz gleich. Ja. Ja, es gibt halt 1 Million Berge, das ist das Nervige jetzt. Bei mir. Das Steinfräsen hat begonnen. Viele Menschen werden jetzt sterben darüber. Das bleibt unter der Dunkelziffer. Ich hab nur ein bisschen wenig Platz für Farmen. Das wird bei mir auch noch richtig mies. Ja. Echt scheiße. Wo wurde hier gekämpft? Ah. Gleich zweimal. Tada. And he tried it. And he failed it. Hä, glaubst du? Okay, hier trägt niemand etwas, was er nicht sollte, irgendwo hin, wo es keinen Sinn macht. Naja, weil das schon außer Landes ist. Na dann viel Glück. Oder Glück gehabt. Oder so, Petirei oder was auch immer man dann sagt. Heute ruckelt's aber sehr. Ja, ich weiß nicht, welches Internet zahlt gerade nicht. Irgendein Internet macht nicht richtig mit. Internet. Internet. Hey, ich bin bei meiner Wüste angekommen. Ich weiß immer noch nicht so ganz, wie ich das gleich mache mit den Ponys. Den Ponys. Den Ponys. Einfach kurz schneiden. Ich weiß nicht, ob es gute Idee ist, einen Pony kurz zu schneiden.
könnten das nicht überleben. Aber ich glaube, an solche Dinge verschwendet Sebastian keine Gedanken. Für ihn zählt nur das Ergebnis. Ponys sind seltene Tiere, die von Menschen. Ja, majestätisch. Ja. Da gehen unsere Meinungen wohl auseinander. Entschuldigung. Was findest du an einem Pony nicht majestätisch, Sebastian? Alles? Wenn er so lang über die Stirn liegt. Er greift meinen schlechten Witz auf und macht ihn noch schlimmer. Entschuldigung, was für ein Witz? Das ist der Wahrheit. Ja. Das ist der Wahrheit, okay. Richtig. Oh, Bruce Dunnell kennt ihr ja noch, oder? Hm? Bruce Dunnell, den kennt ihr doch noch, oder? Oh, ja, doch. Ich glaube, den kann man nicht kennen. Das ist der Wahrheit. Okay. Es liegt, oh, mein Berg ist das Steinlager ein bisschen blöd platziert, aber... Moment, du hast ein Steinlager? Er hat es noch nicht gefunden! Warte mal, mir fehlt zum Besetzen meine Getreidefarm eine Sense. Sebastian. Ich weiß nicht. Aber ich darf mich daran erfreuen. Och, jetzt weiß ich warum. Ja. Ich hab da extra einen Bogenschützen hingestellt, aber er ist halt in den Turm reingelaufen, mit Dummkopf. Ja. Geht. Ja, das wird deine Verdammnis noch hinauszögern. Ja. Sagen wir so. Das mag sein. Wenn du versprichst, zuerst Sebastian anzugreifen, dann kriegst du deine Sense zurück. Willst du mich verarschen? Was sind denn das für Deals? Ich hab gleich meine Werkzeugschmiede. Oh Gott. Da, apropos Werkzeugschmiede. Und bewachen. Also ich hätte Sebastian ja mehr angegriffen mit Spion, aber er ist einfach so unendlich weit weg. Die Map ist einfach verdammt riesig. Dammig riesig. Dammig riesig. Hat jemand schon Gold gefunden? Ja. Ja, aber nur ein Fleckchen. Okay. Bei mir ist es ein bisschen mehr. Ja, prall ruhig weiter damit. Ja, mir wird's eh gleich weggenommen. Ich kenn euch beide. Mit was denn? Ich hab nichts.
die Römer haben echt die krasseste Musik. Die geht ja auf jeden Fall relativ schnell auf den Geist. Ah, das ist. Hab ich noch Spitzhacken? So dumm also. Bei mir. Ich hab einen Berg, also von der Erhöhung her ein Berg, aber die Hälfte ist nur mit Felsen bestückt. Ah. Also ich kann da nichts dran bauen. Das ist wohl zum Kotzen. Und auf der anderen Seite ist Wasser. Mensch, ich werde mal Gold finden. Verschmieden. Endlich arbeitet ein Farmer, ey. Mit einer frisch geschmiedeten Sense wahrscheinlich. Selbst einem durchgestrichenen Namen drauf. Okay. Alter, die Map ist so zum Kotzen. Ist einfach zu groß. Unten, wo meine Goldmine ist, Berg sind komplett Steine. Ich hab noch immer kein Gold gefunden. Dann denkt man sich, okay, ich könnte da drüber bauen, wenn da nicht ein See wäre. Wow. Gott, ich will auch Gold. Ich muss fast gerade überlegen, ob ich noch weitere Geologen einstelle, um irgendwie das.
Gefällt mir nicht, dass hier alles so ruhig ist. Ja, ich muss gerade echt ein bisschen strugglen. Du bist ein Spion. Dann müssen wir gar nicht großartig gucken. Und töte ihn. Tot. Und Timmy, wenn du es über die Grenze schaffst, lässt du ihn in Ruhe. Nö. Komm schon, renn. Er hat es über die Grenze geschafft, aber jetzt ist es illegal, was du tust. Oh mein Gott, er hat einen Menschen im internationalen Hoheitsgebiet umgebracht. Er kennt keine Skrupel. Man nennt ihn auch den Schlechter. Nennt ihn auch den Skrupellosen. Ja. Der Mann, der keine Skrupel kennt. Und den Mann mit den Ruppellosen. Den Mann mit den Ruppellosen. Darunter ist das. Dinge, die ich einfach nicht verstehen muss. Und nicht kann's. Da man hört mich ziemlich laut mit der Tastatur klappern. Man hört es tatsächlich immer. Das ist nicht gut. Ich brauche allein eigentlich mehr Geologen um diesen blöden Berge, dass die Schilder nicht decoyen. Da bin ich gerade an dem Punkt. Also ja. Und ich habe immer noch kein Gold. Weißt du was? Dann ist einfach schon mal Minen einplanen. Was? Plan jetzt schon Minen ein, wo sie später sein sollen. Dass ich dann einfach nur noch Minen bauen muss. Dass ich nur noch den Startbefehl geben muss. Also selbst wenn der Stein irgendwann mal weggefräst sein sollte, habe ich noch genügend Stein. Oh mein Gott. Und dann, ab dann wird es eine Umwandlung von Brot in Stein. Ja. Und aktuell ist es nur harte Arbeit. Wenn wir erstmal die Zauberer haben, dann könnt ihr alle endlich bauen. Alter, wie es bei der Ziegenfarm abgeht. Bäh, 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 bäh. Mit anderen Geräuschen. Du hast schon Ziegen? Ich hab eine Ziegenfarm, ja. Ich baue aber nie einen Jäger, also. Jäger finde ich immer mal ganz nützlich. Aber ja, brauchst halt erst eine Waffenschmiede. Halt auch immer so eine Sache.
Eines Tages werde ich bestimmt Gold finden. Du hast immer noch kein Gold. Nö. Oh je. Aber ist okay. Ja, das ist wie bei mir die eine Runde, wo nicht gestreamt wurde mit dem Eisen. Ja gut, das war ja ein Fehler, aber hier hat die Map halt einfach kein Gold. Auf meiner Position. Gut, irgendwo wird es vielleicht sein, aber ich finde es halt einfach nicht. Ja, das ist halt dumm, ne? Joa, gibt's Schlimmeres. Ja, es gibt aber auch Angenehmeres. Möchte ich nicht bezweifeln, dass es nicht auch angenehmere Dinge gibt. Hier wird irgendwo gekämpft. Ja, mein nächster Spion ist rein. Ich weiß nicht mehr wo. War ganz im Osten. Im Osten? Rippental. Ja. So bei Herboldsheim. Muss doch irgendwo. Pi. Was? Yippie. Ja, Yippie muss da irgendwo sein. Da Hanne irgendwo. Dann schon wieder angegriffen. Sebastian, wann lernst deine Leute endlich? Die können nicht alle töten. Aber wir haben es trotzdem immer versucht. Versucht ist eine Sache. Er sagt, dass es nicht geklappt hat. Wir werden das herausfinden. Also langsam gehen mir die Soldaten aus. Aber irgendwie kriege ich auch keinen Stein. Ja, da... Sag mal! Scheiße. Ihr ganze Armeen dorthin schickt. Zurück. Sebastian, ich würde dir raten, die leben zu lassen. Ansonsten kann ich für nichts garantieren. Dankeschön. Puh. Ja, ich finde immer noch kein Gold. Wird angegriffen, schon wieder. Verdammt, diesmal war ich es aber mal nicht. Ach, ich kann ja gar keine Monumente bauen. Denkst du schon an Monumente? Oh oh. Ich hab doch irgendwie das Gefühl, dass ich bereits verloren habe. Ja, ich hab bereits verloren. Also ich hab das Gefühl, ich boome gerade so ein bisschen. Booms.
Boomer. Nein. Boomer. Bonk. Meine Map ist so schwierig zu spielen. So Musik in euren Ohren sein, oder? Naja, ich glaube, Sebastian gewinnt halt einfach. Dann wäre ich mir jetzt nicht ganz so sicher, aber... Wie viele Spitzhacken habe ich denn noch? Ah, nicht mehr so viele. Wenn du schon solche Probleme hast. Ach krass, das zählt noch als Wüste. Okay. Ich mit uns, Sebastian. Aber es nicht vor. Aber dann stirbst du. Boah, das ist bei mir irgendwie noch so ein einziger Krampf, ey. Kann die Hälfte der Fläche gar nicht bebauen. Ja, ich muss alles abholzen. Ich nee, daran liegt es nicht, bei mir liegt es am Gelände. Bei mir so, berghoch und runter. Ja. Bis ich das Gold abhauen kann. Bin ich schon vorbei. Du hast Gold gefunden? Ja, aber es liegt halt richtig gut. Was? Es liegt richtig schlecht. Thank you.
ich kann keinen Tempel bauen. Oh Gott. Oh. Oh. Ja. Eine sehr schweigsame Runde tatsächlich. Yep. Ja, die ist super anstrengend. Da sagst du was. Sebastian, du hast nur Glück. Ja, aber trotzdem muss ich irgendwie gegen euch ankommen. Du hast wahrscheinlich schon Armeen ausgebildet, ich hab noch gar nicht. Ich hab tatsächlich schon Armeen. Ich hab gar nichts. Also ein paar Einheiten zur Verteidigung zumindest. Ich brauche hier erstmal Platz. Ich bin immer echt auf euer Startplatz gespannt nachher. Thank you.
So, ich habe vergessen, Bereiche anzupassen. Bereiche anzupassen? Ja, Bereiche anzupassen. Bereiche anzupassen? Hä? Bestimmte Bereiche anzufassen. Naja, gut, wenn du das während Siegler gerne machst. Will ich ihn nicht stören. Hat ja jeder seine Vorlieben. Mhm. Und das war der Tag, an dem Sebastian nie mehr mit uns geredet hat. Oh, da hinten ist so viel Gold, aber da muss ich so weit weg. Ja, also bis ich Gold habe, ist es eh schon relativ irrelevant. Nein, jetzt ist da ein Goldding noch aufgetaucht. Am Rand mit. Ich glaube, ich kann es da nicht mal hinbauen. Nee. Klingt genauso, dass ich da nichts bauen kann. Scheiße, ich brauch Stein. Oh oh. There you go. Da du gehst, wie ich immer so schön sage. Da du gehst. There you go. Denn gehst du woanders? Ja, was wortwörtliche Übersetzung. Bist da du gehst. Oh scheiße. So viel Stein ist da nicht. Und vielen Dank Florian Wittrock. You. Fürs Followen. Moment, bist du hier? Ja. Oh mein Gott, ist das nicht illegal? Mir nicht zu sagen, dass er nichts tue. Ach je. Nee, vielen Dank fürs Followen. Das weiß ich nur nicht, ob es auf Mixer oder auf Twitch passiert ist. Auf jeden Fall, da wurde bisher noch nichts geschrieben. Sebastian, kannst du mal aufhören, dauernd Spione umzubringen? Vielleicht, wenn du aufhören würdest, die ganze Zeit welche zu schicken? Das sind Touristen. Die haben aber kein Touristenvisum. Sehr wohl haben die eins. Na, dann zeigen sie es aber nicht vor. Jetzt sind die gerade selber schuld. Wenn die denen den Arm abhacken, bevor die überhaupt was rausziehen können. Wie sollen die da was vorzeigen? Dein Bild. Kann ich jetzt vielleicht irgendwann mal endlich diesen blöden Tempel bauen? Nein, immer noch nicht. Du bist nicht fromm genug. Ja, offensichtlich. Ja, offensichtlich. Du hast mir aber anscheinend erfolgreich eine Axt geklaut. Ja, vielleicht. Ich achte nicht drauf, was ich dir alles klaue. Naja, immerhin kann ich jetzt diesen Behindertenplatz nutzen, um Momenten zu bauen. Na, immerhin. Das ist etwas, das kann ich bis jetzt nicht bauen. Das ist doch was. Wenigstens ein Positives in deinem Leben. Immer noch nicht fromm genug für diesen blöden Tempel. Wundert mich das? Nein.
Jet. Jet. Warum wird denn... Ja, jetzt ist meine Steinmetze arbeitslos. Fuck. Jetzt. Ja, das passiert, wenn man rücksichtslos die Umwelt ausbeutet. Hättest du auf nachhaltige Steinabbau gesetzt? Und die Steine nachwachsen lassen? Ich glaube, dann hättest du noch heute Stein. So machen das meine Römer mit den Bäumen. Den bekannten Zimmerstein, den man in einem Blumentopf anpflanzen kann. Genau, und dann durch langsame tektonische Verschiebungen im Topf entsteht da neuer Stein. Mhm. Durch langsame Verschiebungen im Kopf, oh, das musst du mir erklären. Im Kopf? Tektonischen Platten. Auf jeden Fall. Meine Römer machen das so mit den Bäumen. Deswegen habe ich genug Bäume. Kann ich es jetzt bauen? Ja, thank God.
Komm schon. Ich werde angegriffen. Nein. Von Sebastian? Nein, nicht von mir. Es sei denn, er hat einen Spion geschickt. Ja, du hast meinen Spion gekillt. Alter, Sebastian kennt echt keine Rücksicht. Du hast meinen Spion gekillt. Wer, ich? Ja. Naja, er hat's verdient. Ja. Wo war denn? Sag ich nicht. Na, wo denn sagt er denn? Dann sag ich auch nicht, wo mein Spion ist. Ich sag dir auch nicht, wo der Spion bei Sebastian ist. Ich glaube, der ist mir ziemlich egal. Ja, das ist schön, wenn es dir egal ist. Gott, meine Goldmine produziert so langsam. Immerhin hast du eine. Ja, wow, und du hast wie viele? 1000? Nee. Helmi, wie viele hast du? Da schweigt er. Ah, ich habe ja noch Pioniere, die habe ich völlig vergessen. Die fühlen sich jetzt von dir vernachlässigt. Die hatten bis eben frei. Ganz einfach. So kann man es auch formulieren. Also ich glaube, wenn du Geschenke zauberst, ist einfach das mit den Spitzhacken überproportional wahrscheinlich. Hab's ja auch gemerkt. Du kriegst fast immer nur blöde Spitzhacken. Und meine, wieder beschwert er sich. Ja cool, ich meine, ich kann auch das Positive sehen und Saboteure zu dir hinschicken. Oh oh. Ja, guck. Ich glaube, das würde uns alle nerven.
Oh mein Gott, wir sind trotzdem immer verdammt ruhig. Im Vergleich. Ja, also. Und ist fucking schwierig. Mann Gott, da ist ein Kaninchen direkt am Einflussbereich von dem Jäger und ich warte mal drauf, dass es rüberhopst. Ah, ich glaube jetzt. Es könnte gleich passieren, oder wie? Es hopst gut. Eigentlich müsste schon im roten Bereich sein. Oh ja, komm. Jetzt lernt er los. Wahrscheinlich so oben mit dem Fernglas auf seinem Haus. Und dabei so, noch nicht. Jetzt aber. Da lädt er seine Balliste und feuert die ab. Es rennt immer tiefer in sein Verderben. Ich glaube, ich habe noch nie so exzessiv Weinbau betrieben hier. Ja, okay, so viel habe ich nicht. Aber ich konzentriere mich schon ein bisschen mehr drauf. Mir fehlt Sense. Nicht bei mir klauen. Wenn nicht, böser Tobi. Bin soweit, ich muss gar nichts mehr klauen. Ja. Ich habe so eine freie Fläche, aber ich kann die einfach nicht füllen, weil die irgendwie noch zu klein ist. Und schlagartig wird Stein von überall abgeholt. Ich weiß nicht warum. Sonderangebot, Black Friday. Ja. Ja, die müssen doch wieder was zu essen auf dem Tisch haben. Okay. Oh. Okay. Was denn? Da kommt einer angelaufen. Das ist ein Gerücht, würde ich sagen. Ich sehe da keinen anlaufen. Oh oh.
Oh oh. Oh 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 oh. Oh Gott, ich bilde lieber schon mal aus. Hört sich gar nicht gut an. Ja, das hört sich deswegen nicht gut an, weil ich, Idiot, einen saudummen Fehler gemacht habe. Du hast Metzger statt Kasernen gebaut. Nein, ich habe einen viel dümmeren Fehler gemacht. Du hast Rinder statt Schafe gezüchtet? Nein, 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 nein. Hä, hast du zu seinem Wurm hingesneakt, oder? Ja! Fuck you. Das hätten wir verfolgt. Was war das bitte für einer? Oh Gott, Sebastian. Oh Gott! Ja, da war, der Typ hat alleine ganze Armee platt gemacht im Turm. Man nennt ihn The Rock. Oh, das war glücklich. Oder John Cena. Bullshit. Aber ich merke schon, Sebastian ist heute die Hauptbedrohung. Er muss vernichtet werden. Oh, das war glücklich. Bald meine Siedlung. Oh. Alter, mir ist voll die Pumpe gegangen. Hättest du es eine Sekunde später gesehen. Dann wär's, Ende um mich geschehen gewesen. Dann wäre Ende gewesen, auf jeden Fall. Also es war schon extrem glücklich. Mhm. Oh. Und Sebastian wird von einem glücklichen Gefühl, nennen wir es mal, nach dem anderen durchrüttelt. Oh ja, jetzt ist er schon wieder Wolf. Ja, einfach sich so da unten durchsneakt. Boah, das hat mich echt weit zurückgeworfen, um ehrlich zu sein. Oh. Wie schon gesagt, also, du hast echt Pech gehabt, dass ich es gerade noch so gesehen habe. Eine Sekunde, nur eine einzige Sekunde. Und er hätte gesiegt. Ja. Yep. Aber und das ist nicht untertrieben oder übertrieben. Es war echt nur noch... Ein Atemhauch. Wieder einfach eine Armee platt gemacht, das kann nicht wahr sein, ey. Und dann da eine Bogenschütze und ich so, fuck, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bogenschütze hat meine halbe Armee kaputt gemacht. So, der dritte Zaubergeschenk oder sind schon wieder Spitzhacken. Fast nur Spitzhacken. Ja. Muss mal gucken, wie viel ich schon. Okay, gar nicht so viel. Geht noch. Das Schlimme ist, das hat jetzt auch meine Wirtschaft getroffen, weil es wurde natürlich jeder, der nicht schon einen Job hatte, eingezogen. Alle Kinder und Lehrlinge an die Waffe. Ich bin doch erst 12. Dann kannst du egal. Besprechen kann, kannst du auch kämpfen. Ja, genau. Wenn du widersprechen kannst. Genau. Oh Gott, willkommen in der Sowjetunion, mein Junge. Welcome. Die Kleinen sind am besten für den Schützengraben geeignet. Die Großen gehen bitte nach hinten hin. Ohne Witz, wie viel Mehl ich... Du, ich bin gerade jetzt noch so... ganz... Mir ist voll die Pumpe gegangen. Und ich denke mir nur so, what the fuck, es sind alle so ruhig. Irgendwas stimmt da nicht. So, 4 Wasserwerke. Ich will nicht wissen, wie dein Land aussieht. Ziemlich bebaut, es sieht aus wie eine Großstadt. Oh Gott, das Blöde ist, ich kann mich nicht weiter ausbreiten, weil da überall Steinfelder sind. Wenn du mir sagst, wo, dann kann ich die abgrasen. Ja, so lange lasse ich dich nicht mal annähernd an meine Grenze. Ne?
Hui. Ich muss sagen, Tobi macht das spannend. Ja, irgendwas muss ja passieren. Ja, da hat er recht. Kann ja nicht immer nur eine Sense geklaut werden. Wäre mir aber persönlich aber deutlich lieber. Aber ich glaube, mein Jäger hat alles ausgerottet. Ich glaube, das haben gleich wirklich kein Steinmetz mehr, auch nur in der Anstellung. Alles. Mein Jäger sucht auch. Oh, ich habe ein Kaninchen gefunden. Ich mache eigentlich gerade, weil ich sowieso nur baue, suche ich da auch ein Kaninchen und es hängt in der Falle. Nein, es ist knapp außer Reichweite. Ist zu merken. Oh, da sind noch mehr Kaninchen. Nur, ich habe gerade gemerkt, was mein kritischer Fehler ist und den muss ich jetzt beheben. Du hast Windows 7 noch installiert? Du hast Linux installiert. Das auch. Mein Gott, Windows 7 und Linux auf einmal, Sebastian. Und Windows 10. Das und Windows XP. Nicht. Ja, auch so viele Betriebssysteme auf einmal zu installieren, das ist illegal. Und unmoralisch. Du meinst, weil ich mich nicht festgelegt habe? Ja. Du musst schon eine Seite wählen. Und welche Seite wirst du wählen, junger Padawan? Ey, kommt nicht bald Star Wars der neue raus? Ja. 19. Dezember. Ah, boah, das bin ist immer noch dafür, dass wir den da angucken, aber... Ja, irgendwo habe ich auch Lust, obwohl... Ich werde ihn mir safe angucken, wahrscheinlich wieder um 0 Uhr. Hm? Boah, ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken, wahrscheinlich wieder um 0 Uhr. Okay. Ich glaube, um 0 Uhr den Drive habe ich dann doch nicht dafür. Nee. Eigentlich ist es moralisch, denkt man schon, so irgendwie verwerflich, das überhaupt anzugucken von Disney, aber... Ja, aber der... 7. war ganz gut. Bah, fand ich nicht. Der 8. war ja übel scheiße. Der 8. war doch nur der, die quasi eigentlich nur 20 Stunden oder sowas, wo sie eh ins Land gezogen haben. Ja, die verfolgen sich einfach nur, so Verfolgungsjagd. Ja. Und komische Casino-Szene, wo ich noch keinen Plan habe, was da passiert. Gesetze der Physik, die je in diesem Universum gegolten haben. Die filmische Realität, ne? Ja, komm, aber die hatten eine Realität und die haben sie an jedem Punkt gebrochen. Erbrochen. Und das auch. Okay, der hat absolut einen Mist gezaubert, aber... Hätten sie einfach... Also auch nicht. Einfach Tee getrunken. Ja, wäre wahrscheinlich besser gewesen. Hätte niemand leiden müssen. Keine Ponys. Mit deinen Ponys, das hör auf, die Ponys immer noch zu erwähnen. Ich weiß nicht, was du gegen Ponys hast. Hast du was gegen Ponys, Sebastian? Was gegen Ponys haben, ey, Schweinerei. Das ist nur, weil die nicht so wie Sebastian aussehen. Sondern ein bisschen anders sind. Mag er dich einfach nicht. Es gibt einen Begriff dafür, Sebastian. Aber ich will ihn nicht nennen. Michaelismus. Ponyhasser? Nee. Noch schlimmer. Sag es. Ich weiß es nicht. Antiponinismus. Jetzt habe ich es gesagt. Jetzt wissen wir, was er ist. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Ich habe es eigentlich im Begriff mit R gedacht, aber gut. Hä? Entschuldigung. Rufst du dich also als Anti-Pony-Rassist ein? Das hätte ich nicht mal von dir gedacht, Sebastian. Was hier wieder für ein Trash-Talk? Die Ponys haben auch ein Recht zu leben. Die haben jahrelang als Grubenponys in den Minen gearbeitet, um deine, was auch immer du aus den Minen gekauft hast, herzustellen.
Da kommt die nächste Variante, also bitte. Wie er es einfach eiskalt versucht. Ja, irgendwas muss ich ja machen, ich kann nicht nur deinem rum. Aber warum gehst du dann zu mir? Ja, weil du schon angeschlagen, weil du schon angeschlagen bist. Boah, da rollt mein Weich aus. Boah, der Typ muss doch Gold scheißen, ey. Es kann nicht sein, dass du nur Level 3 Einheiten hast. Okay. Er versucht's obenrum. Obenrum ist meistens auch nicht schlecht. Beides mögen. Nur 3er, ey. Leg mich doch mal Level 2 halt. Nein. Deine erste Einschätzung war die korrektere. Oh Gott, allein schon dieses. Nee, Level 2 ist ja 2 Gold. Achso. Ja gut, doch, Level 3. Ja, doch, Level 3 ist korrekt. Das ist. Wir einfach versuchen mit diesen 2 Einheiten da irgendwo. Irgendwie werde ich ja nur ihn wieder durchsneaken. Ja. Hätte ja klappen können. Oh, viel Spaß. Sebastian ist jetzt so wie Mordor, er wird immer mächtiger. Ja, guck dir das mal an, Alter, der hat gefühlt 20 Goldminen. Würde ich mal sagen, ich hab 2. Ich hab 2 und die sind fast leer. Ja, bei mir pumpen die das Zeug irgendwie raus, aber. Renn! Okay, was mache ich jetzt? Da wo. Ups, Entschuldigung. AK. Die drei haben sich jetzt aber auch auf den eingeschossen. In der Zwischenzeit, ich brauche Siedler. Wie viel Kampfkraft habt ihr? 105. 103. Oh, oh Gott, ich hab noch nicht mal 100. Ich hab 97. Aber daran, dass ich kein Gold produziere oder viel zu wenig. Hinterher.
produziere auch so gut wie gar keins. Irgendwo werde ich aber noch ein Goldbildchen finden. Ah. Ja, also bade dich ruhig in deinem Glück. Ich werde es trotzdem verlieren, weil ich es irgendwie dumm versauen werde. Hättest du schlau machen können, wär's gleich rübergerannt. Dann hättest du es sogar geschafft gegen mich. Problem ist, du hast mich halt trotzdem auch ein bisschen getroffen, ne? So. Ja, aber du hast Level 3 Einheiten. Ich nicht. Ich hab dich ja mit 1 und 2 angegriffen. Müssen wir zwischendrin mal kurz was für die Wirtschaft tun? Du hebst die Löhne an? Ja. Weißt du, das sorgt für zufriedenere Siedler und dann produzieren die wieder mehr Gold. Jo. Aber dadurch steigt die Inflation, wenn du mehr Gold produzierst. Mag sein. Ja, an der Stelle sogar ziemlich egal. Du machst die ganze Weltwirtschaft kaputt, Sebastian. Ja, dann mache ich euch im Zweifel mit kaputt. Win-win. Boah. Hat er nicht gesagt. Das schockiert mich jetzt schon. Ich meine, das mit dem Antiponinismus war schon eine Sache. Aber dass er jetzt noch die Weltwirtschaft kaputt macht. Also. Was ist eigentlich mit dir? Du musst doch schon die größte Armee der Welt haben, oder? Nee. Ja, nee. Ich? Ja, du. Ich hab kein Gold. Also könntest ihn ja auch mal angreifen, ne? Ich hab ja nichts mehr. Also ich hab echt nicht viele Soldaten. Boah, eigentlich erst gerade so richtig mal hoch. Ach so, scheiße, ich muss was produzieren. Nö. Bitte für eine hügelige Map, ey, kannst doch keinem erzählen. Kommt doch eh gleich wieder die nächste Angriffswelle, ich kenne dich doch. Man nennt ihn auch den nächsten Angriffswellenwäller. Nächsten Angriffswellenwäller. Ja. Nennt genau. Man den.
Ja, Schaufeltypen. Oh Gott, hör auf. Oh, da musst du raus. Alles gut. Wie viele freie Siedler habt ihr? Freie? 124. Ja. 210. 204. Welch schönes Land du hast, Tobi. Hä? Wenn man sich mal die Statistik meiner Soldaten anguckt, das ist eine richtige Achterbahnfahrt. Wo sieht man das überhaupt? Ah, da. Jetzt habe ich aus Wut noch zwei weitere Goldminen gebaut. Okay. Bin ich wirklich bis dahin gegangen. Nur weil du mir auf den Sack gegangen bist. Gerne. Diese Fähigkeit hat Sebastian. Werde ich ihn jetzt angegriffen? Greif nicht an. Was hast du gegen meine Priester? Verreck dir Schweine. Hast du davon, dass du mir die Sense nicht gegeben hast? Und ja, schlachtet ihn ab. Sebastian? Ja? Es spawnt nur eine bestimmte Anzahl von Priestern, sprich, wenn das gerade alle waren. Hast du keine Priester mehr? Ne, glücklicherweise habe ich noch ein paar. Ah, das ist gut. Und wo sind die? Werde ich jetzt natürlich nicht verraten. Warum nicht? Dann gehe ich jetzt von Haus zu Haus und frag und tu die Familien deiner Priester. Puste und Puste.
Warum? Oder was habt ihr eigentlich alle gegen mich? Du hast am meisten Gold. Ja. Was macht dich zu einem Ziege? Macht dich zu einer Ziege. Das macht es auch. Habe ich jetzt mal einen Priester hingeschickt. Nein, 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 nein. Nein. Da ist er. Komm schon, ihn. Schlachtet ihn ab. Ja, das fand ich jetzt richtig gut. Findest du den Priester niemals? Eine ganze Armee bei dem, oder was? Ja, nee, mit 5 Leuten. Er hat mit 5 Leuten hat er aber meine kompletten Priester abgeschlachtet. Also fast komplett. Einer existiert noch. Und Sebastian, den krieg ich. Es existiert tatsächlich mehr als nur einer, aber. Okay. Aber gut. Wir sind überall. Oh, das war vergeudet. Bin ich irgendwie zwischen zwei Fronten geraten. Okay. Kommst du da rauf? Es gibt da so ein paar Anzeichen. Was für welche zum Beispiel? Werde ich wieder angegriffen? Nee, das scheint eine alte Meldung zu sein. Wie hast du es eigentlich geschafft, mit deiner Armee da hinzukommen? Ich bin an den Rand durchgelaufen. Nein, ich meine ich jetzt gerade tatsächlich nicht. Meinst du, was? Ich meine dich. Was hast du gerade gesagt? Sorry, ich war gerade konzentriert. Wie du es geschafft hast, mit deiner Armee dorthin zu kommen, wo du mich immer angegriffen hast. Ja, mit Alt. Mit der Alt-Taste. Einfach genau dahin laufen. Na, es spawnen immer neue. Habe ich gerade gelernt. Priester? Ja. Oh, ja, gut, dass er auch wieder tot ist. Ich bin einfach an der Küste entlang gelaufen. Obwohl, ich glaube, er packt's nicht. Na, schade. Hört? Hallo, schlag auf den Priester. Ich bin einfach an der Küste entlang gelaufen. Also an deiner Grenze vorbei, aber weil du keinen Turm hast, siehst du nur genau bis zur Grenze. Okay. Das ist jetzt ein riesiger. Der Typ hat jetzt die Burg eigenhändig mit seinen eigenen Fäusten errichtet. Das macht mir deine Maya nicht sympathischer. Ist mir egal. Verachte dieses Volk. Prahlt mit seinem Gold. Dass es anderen Völkern gestohlen hat. Der scheiß Typ. Und nicht vergessen, Wohnhäuser nachzufordern. Nachzufordern. Können die überhaupt 9 Häuser leisten bei dir? Da schweigt er wieder. Ich hab gar nicht zugehört, dementsprechend. Boah. Autsch. Das hat. Hat das noch mehr wehgetan. Ich habe das Gefühl, mir wurde eine Angel geklaut. Ja, es waren nicht nur Soldaten bei dir, Sebastian. Die halbe Bevölkerung wieder mal ausgetauscht. Und solle er das tun?
Ach je. Die nächste Armee. Welche nächste Armee? Die orange Wikinger-Gefahr kommt. Das ist bitter. Sehr bitter, Sebastian. Fuck. Darum habe ich ja gar nicht gerechnet. Dass du Sebastian angreifst? Oh jo, eine ganze Verteidigung dahingestellt. Ja, wenn du immer halt daher kommst. Ach, ist, die machen so eine koordinierte Attacke. Das ist jetzt unfair. Ich muss sagen, es war Zufall. Reiner Zufall. Oh. Also, wo ist dein Priester, Sebastian? Ich dulde keine anderen Glaubensrichtungen. Alter, alles Level 3, du willst noch auf den Arm nehmen. Ah, da sind sie. Ach, das ist noch. Boah, dieses verkackte Bogenschützen rumgekrepelt, das geht mir jedes Mal so auf den Sack. Tobi, wo sind seine Türme? Ganz unten rechts. Seiner Basis aus. Alter, was mit was kommt der alles? Mit der gesamten römischen Armee. Also komm, eine koordinierte Attacke ist echt fies. Erstens, es ist eine Dreierrunde und es war echt nicht koordiniert. Musst du ja irgendwann mal angreifen. Außerdem hast du gerade 100 Soldaten von mir geplättert. Ja, dafür kriege ich gleich richtig auf den Senkel. Unten, aha, ich hab ihn. Wenn du ihn jetzt abreißt, Sebastian. Okay, das geht wahrscheinlich nicht mehr. Nein, es geht nicht mehr. Aber ich fürchte, das wird gleich richtig wehtun. Ja, das wird richtig wehtun. Ja, glaube ich auch. Ich habe Vorarbeit geleistet. Danke. Aber ich habe leider nicht viele von ihm mitgenommen, gefühlt. Naja, ich habe zum Glück genug Mana, um die wegzuvaporisieren. Er steht halt, es ist halt wie jede Runde das gleiche. Hauptsache... Nein, scheiße! Hauptsache 10 Millionen Bogenschützen ausgebildet, die zur Verteidigung darum stehen. Scheiße! Oh. Also wenn das kein 2012 war. Komm schon. Ja, das tat richtig weh. Erstmal meine Holzproduktion ist weg. Der Blitz hat jetzt richtig weh getan, kann man sagen. Oh, die Kasse. Das tat richtig weh. Ja gut, ich glaube, ich wäre jetzt eigentlich Geschichte. Aber? Ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch weiterspielen wollt oder sowas, nee. Weil langsam zieht sich's. Ich frag mich nur gerade, wo deine Burg noch ist, ob ich die noch holen kann. Auch never ever. Also wenn du die holst, Respekt. Okay, dann sammle ich mal. Boah, okay, zurück. Burg, die ich gerade angegriffen hab. Ja, mein. Ja, ich muss erstmal sammeln. Ja. Oh je, das wird aber echt schwer, weil ich habe keine einzige Dreier-Einheit. Also ich sag's mal so, wäre es jetzt nicht koordiniert gekommen, hätte ich es glaube ich gepackt. Aber so, Ja gut. Ich hätte den Turm abreißen müssen, das war mein Fehler. Ja, das stimmt. Naja, versuchen wir einfach mal anzugreifen. Oh Gott, der erste wurde schon weggehauen. Vor allen Dingen so zwischendrin, Mann. Ganz vergessen, ey. Letztes Mal seid ihr nicht mal bis zur Burg gekommen.
Ich nehme es mir eigentlich so oft vor, aber ich vergesse jedes Mal, echt irgendwann mit 10 Katapulten angeheizt zu kommen. Alles klein. Ja, ich finde Belagerungswaffen so nervig, weil die so unhandlich sind. Ja, aber es ist immerhin mal eine Chance. Ey, ich muss sagen, dieser Schutzschildzauber. Der hat ein bisschen was gebracht. Wenn die Leute jetzt noch ein bisschen weiter vorgehen würden, ja, wird schwer, das alles zu holen. Schaffe ich, glaube ich, nicht. Ja, ich habe auch keine Schwertkämpfer mehr. Ja, gut, dann. Aber einen Turm hast du bekommen. Wer reißt ab? Ich reiß ab. Weil selbst als der stärkste Spieler an der Runde spielt einfach defensiv. Schwein. Ja. Das stimmt. Sebastian, reißt du ab oder ich? Ja, gut, also du musst dann bei mir gleich vorstellen, dass da noch jede Menge Burgen standen. Ja, warte, ich reiß ab. Ich hab nur einen. Hatte eh nur einen Turm. Das wird schon abgerissen. Jetzt hab ich's auch schon fast alles abgerissen. Ja, gut, Amor. Gott, in der Mitte deines Landes einfach nur. Autsch, das hat es wehgetan, weil da der Turm stand. Oh, ja, das war jetzt ungünstig. Aber man sieht, glaube ich, was alles bebaut war. Ja. LOL, und jetzt hab ich den Turm eingenommen. Klassiker. Jo, guck dir das mal an, das ist doch. Alter, willst du mich verarschen? In den beiden Burgen, das ist ja hier Ruhrpott. Hm? Ja, bei ihm, beim Sepp, da zwischen zwei Bergen. Ja. Ja, perfekt gewesen. Dafür hast du so schlecht gespielt. Ich hab einfach defensiv gespielt. Wenn ich bei dir gucke, Kobi, okay, du hast aber auch. Mein Problem ist, ich traue mich beim Dreier-Match einfach nicht anzugreifen, weil ich weiß, ich bin. Egal, ob du verlierst. Hauptsache du hast Spaß. Einfach mal angreifen. Guck mal zwischen. Also ich hatte heute sehr Spaß. Ich bin auch nur deswegen draufgegangen, weil ihr euch zufälligerweise koordiniert habt und nicht einmal untereinander angegriffen habt, gefühlt. Jetzt guck mal zwischen meinen Bergen, die wieder sind. Das ist alles, was ich bauen konnte. Der Rest war nicht bebaubar. Da sind nur Monumente. Ja. Und das. Ich konnte nichts machen. Deswegen steht bei meinem rechten Berg ganz unten der Waffenschmied. Dann mal ganz links eine Eisenschmelze. Ja. Bei dir ist es auch noch ganz angenehm, Michi. Ja, bis ich halt da durch war, da war alles voller Steine, musst du dir vorstellen. Und dann, das Schlimmste ist ja, zwischen meinen Bergen ist noch ein See. Ja. Das war. Alter, ich hab eine richtige Kackmap gehabt. Tja, mal gucken, was die Statistik sagt. Ja, leider habe ich wahrscheinlich laut Statistik auch nicht gewonnen. Du hast die meisten Punkte mit Abstand. Echt? Ja, weil du die meisten Kämpfe gewonnen hast. Gut, ich habe drei Wellen von dir abgehalten und dann hat mich die römische Armee, weil sie auch gewartet hat. Ja, guck mal, ich habe nicht gewartet, ich war irgendwann nur gelandet. Du hast 400 Soldaten getötet. Mehr muss man nicht sagen, das sind einfach mal 300 Punkte mehr als ich habe. Jetzt zieh mal, oder 270, zieh die mal von deinen ab und dann können wir vergleichen mit meinen Punkten. Du hast 100 Soldaten mehr ausgebildet. Michael, aber wir beide haben gleich viele Soldaten ausgebildet, ja. Ja, aber meine waren. Aber ich war überall ansonsten der Beste. Guck mal hier, Wirtschaft. Ich war überall der Stärkste. Ja, außer Mana. Konnte ich nicht. Also Wirtschaft warst du nicht der Beste. Hä? Ich hab 1100 Siedler. Ich hab am meisten. Ah, nee, du hast am meisten Minenpunkte. Ich habe auch am meisten Nahrungspunkte. Oh ja, jetzt sehe ich es gerade, sorry. Ich habe es mit Michi verglichen. Ich war sonst überall, bis bei der Siedleranzahl, aber da war ich ja auch gerade dran, die zu übertreffen. Ich habe ja gerade noch 3 große Wohnhäuser gebaut. Aber abgesehen von Umständen, war eine schwierige Runde. Ja, ja, außer für mich. Aber hat Spaß gemacht. Ja, jetzt hast du vielleicht gespielt. Nächstes Mal wird es nicht mehr so gut aussehen. Weil ich habe gesehen, entweder hatte ich halt. Ja, gut, ich hatte auch ziemlich Glück mit meiner Anschaffungsding, ja, genau, mit meiner Anfangs. Anschaffung, okay. Genau, ich weiß nicht warum. Mit meiner Anfangsposition hatte ich natürlich auch mega Glück, aber ich bin dieses Mal direkt voll auf Ressourcen am Anfang gegangen, habe erst relativ spät mit der Nahrungsmittelproduktion angefangen. Ich glaube, das war ganz okay. Und keine Sorge, bei mir ist immer New Life-Regel, also ich werde nächste Runde nicht gleich auf dich draufgehen. Keine Sorge. Vielleicht. Nächste Runde spielen wir endlich Red Alan. Können wir auch machen.
Sepp, deine Hausaufgabe ist hinkriegen. Ja. Ja, auch, oder war ganz toll. Also Leute, haut rein. Adieu. Dann ciao. Ciao. Achso, ich bin allein. Na gut, dann würde ich sagen, das war's für heute, war ja lang genug. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.